Eine Sendepause, eine Stagnation, ein Stillstand oder auch ein jähes Ende. Kommen wir heute rein. Was beleuchtet, was bearbeitet ein Mensch? Welches Wachstum könnte derjenige verzeichnen? Und wo weigert man sich vielleicht auch die eigenen Themen anzusehen? Ja, ein ganz herzliches Willkommen an meiner Strandpromenade der Orakelnixe zu diesem hoffentlich aufschlussreichen Orakel. Ich bete zum Universum, dass wir hier Infos bekommen in Bezug auf einen Menschen, dessen Verbindung derzeit auf dem Kopf zu dir liegt. Das heißt, wie gesagt, entweder ein Stillstand, ein Abbruch, ein Aufbruch, ein Umbruch, ein kompletter Cut oder vielleicht auch nur eine gewisse Distanz aktuell. Liebes Universum, was bekommen wir hier herein in Bezug auf diesen Menschen, von dem wir derzeit vielleicht nichts oder gar nichts oder vielleicht nur etwas mitbekommen und es uns dennoch brennend interessiert, jawohl, was denn hier so los ist. Ich habe hier die Schattenthemen und hier die Sonnenthemen, das heißt auch, was man nicht so gerne ansieht und was man doch durchaus erkannt hat und bereit ist zu ändern. Ich bitte um 7 Karten pro Seite, wenn es geht. 3, 6, 7, das passt sehr gut. Jetzt brauchen wir hier noch 4 Stück in der Sonnenhälfte. Eine einzelne Karte, jawohl, und wir haben am Unterdeck die Vöglein, die Aufregung. Aufregung oder auch die Kommunikation. So, dann schauen wir doch mal. Ich denke, wir fangen unten an. Einmal das Menschlein, auf das wir sehen. Wir haben noch die Sonne, ja, Erfolg, steht Kopf, die Hoffnung, auch das kurzweilige Glück, den Anker, die Lilien auf dem Kopf, der Fuchs, der genau reinschaut und die Engelsflügel. Okay, auf der Sonnenseite haben wir Ring, Sterne, den Reiter, das Herz andersrum, die Wolken auch auf dem Kopf, den Bauch mit dem Wachstum, Veränderung oder auch eine Wiedergeburt, die so wohl nicht stattfindet. Und wir haben dich. Du bist in Spiegelung gleich mal mit den Engelsflügeln unterwegs. Das heißt, ja, du bist für diesen Menschen etwas ganz Besonderes, etwas Außergewöhnliches, etwas nicht von dieser Welt. Ja, die Schattenthemen. Derjenige möchte nicht so gern sich selbst beleuchten, nicht so gern seine eigenen Themen angehen, nicht so gern sich selbst fühlen, sich selbst spüren, den eigenen Schmerz, die eigenen Konflikte und ja, die Kritik kommt mir hier rein, die möchte jemand nicht so gern annehmen, wenn derjenige doch vielleicht zu Recht kritisiert wurde. Derjenige fühlt sich nicht so wohl in seiner Haut, hat die Hoffnung auf ein besseres Leben schon fast aufgegeben, denn derjenige schaut weg, schaut auch zurück, was ist in seinem Leben denn alles so schief gelaufen, viel weniger was gut gelaufen ist. Und das ist unter anderem ein Thema, was der Mensch zu lernen hat. Vielleicht ist derjenige mit seinem Beruf verheiratet, das heißt, im Berufsleben läuft es vielleicht schon ziemlich gut, könnte vielleicht auch noch ein bisschen harmonischer laufen, denn wir haben ja auch den Fuchs noch daneben und die Lilien mit Harmonie, familiäres, Ausgeglichenheit, die Freude und den Frieden, den haben wir eben im Kopfstand.
Andersrum, wenn es hier nicht um die berufliche Hauptverfestigung geht, dann heißt es hier, dass allgemein der Friede in dem Menschen derzeit nicht stabil ist. Also derjenige ist hier zerrissen und zerpflückt. Derjenige weiß nicht genau, wie er die Waage ins Gleichgewicht bekommt. Vielleicht fällt ihm das eine oder andere Gewicht oder auch die Gewichtung, was ist denn jetzt wichtig für mich in meinem Leben? Wo sollte ich jetzt mehr Fokus drauflegen? Sei es Beruf, Finanzen oder doch lieber zwischenmenschlich, liebes, partnerschaftstechnisch. Man wünscht sich hier die volle Fülle. Jedoch ist es doch überwiegend so, wissen wir alle, wir können nicht zu 100% alle Kelche füllen. Entweder man kniet sich im Beruflichen zu 100% oder mehr rein, dann leidet die Partnerschaft oder die Familie oder auch der Freundeskreis. Also der Freundes- oder Familienkreis oder andersrum. Also 100% in allen Sparten ist wohl eher nicht machbar. Was man durchaus gesehen hat, ist, dass du ein Mensch bist, dem man vielleicht schlecht diesen Kelch der Liebe reichen kann. Denn man schützt hier auch das eigene Herz. Allerdings bist auch du jemand, der sein Herz noch durchaus zu schützen und zu schätzen weiß. Man ist sich hier unklar, wie viel Liebe trägst du in dir in Bezug auf diesen Menschen. Das heißt, wie gern hast du diesen Menschen, wie viel bist du bereit zu geben oder noch vielleicht auch abermals bereit zu geben. Denn hier sind die grau-schwarzen Wolken auf der Herzseite. Nichtsdestotrotz wünscht man sich, dass hier vielleicht doch eine Wiedergeburt entstehen könnte. Man weiß es allerdings nicht, denn hier ist wohl ja schon ganz schön viel Wasser den Bach heruntergelaufen. Mit der Verbindung sehe ich auch, dass derjenige nicht so gut von euch wegkommt. Also jemand verarbeitet hier eure Trennung, euer Tal, das euch, eure Kluft, das euch trennt, nicht ganz so gut. Denn man beobachtet dich, man schaut aus der Ferne, man wünscht auch, vielleicht betet derjenige auch um ein Zeichen, wie man auf dich zukommen könnte, um hier wieder etwas in Klärung zu bringen, um klar Schiff zu machen. Jemand wünscht sich die Kommunikation mit dir und vermisst diese auch. Ja, dass ihr der Engel auf Erden seid, habe ich ja euch schon erzählt. Es kann auch sein, dass derjenige vielleicht genau die spirituellen Dinge mit Füßen getreten hat oder auch durch Einflussnahme vom Außen vielleicht auf eine falsche Fährte gesetzt wurde. Ist ja alles Humbug, ist doch Quatsch und so weiter. Lauter Verrückte, die dem nachgehen und so weiter und so fort. Also jemand hat hier die geistvolle, lichtvolle Welt etwas mit Füßen getreten und das sieht das Universum gar nicht so gerne. Das hohe Gericht genannt das Karma erst recht nicht. Dann führen wir diese Legung mit was fort. Liebes Universum, gib mir mal noch bitte ein paar Inputs. Zappeli-zupp, da nehmen wir doch gleich mal die Einhörnchen dazu. Ein Glückstipp, was oder welches Thema brisanterweise ignoriert dieser Mensch? Warum war mir das jetzt klar? Die Selbstliebe. Derjenige liebt sich gar nicht selbst. Jemand hat es vielleicht gar nicht gelernt. Jemand hat vielleicht immer vom Außen die Wertung und Bewertung sich zu sehr zu Herzen genommen und dachte, ja, so bin ich. Ja, wenn mich andere so sehen, dann bin ich so. Das ist mitnichten immer so, denn es spielt auch die eigene Wahrnehmung vom Außen mit. Ja? Also Selbstreflexion ist wichtig, ja. Nicht nur im eigenen Ego oder in der Arroganz unterwegs zu sein, jedoch die Eigenliebe sollte auch gegeben sein. Wenn man sich nicht selber lieben kann, dann bitte hinsehen, an was liegt es denn? Wer flößt einem vielleicht auch dies oder das als Wertungsnote ein? Und warum gefalle ich mir eigentlich nicht? Wie kann ich das selbst ändern? An was
kann ich oder darf ich selbst arbeiten? Deine innere Stimme ruft aus der Tiefe deiner Seele: Hallo, ist da jemand, der mich liebt? Das Echo erklingt hallend in deinem Herzen. Fühle die Antwort: Love yourself. Ja, love yourself. Ja, hallo, ist hier jemand, der mich liebt? Hat hier auch dieser Mensch in Bezug auf dich gefragt: Hallo, liebst du mich überhaupt? Liebst du mich wirklich? Derjenige blickt hier gar nicht durch. Vielleicht habt ihr nie richtig über Gefühle geredet, wer, wie oder was für einen denn empfindet. Und jetzt schauen wir doch gleich mal. Eigentlich wollte ich ja nur eine Karte pro Seite, aber wenn diese hier so ausfallen, dann heißt es wohl 2 und 2. Was derjenige noch nicht so ansehen möchte, ist die Leichtigkeit. Beflügelt heißt so viel wie mit Flügeln versehen. Wer Flügel hat, der kann auch fliegen. Da kommst du mir rein. Läuft doch heute bei dir. Ach nein, es fliegt dir alles zu. Ja, jemand sieht dich so, wie wenn du hier voll im Glück bist. Bei dir läuft es eigentlich, bei dir matcht es. Ja, also das, was derjenige hier mitbekommen hat oder aktuell noch mitbekommt, sagt ja: Wow, bei ihr oder ihm läuft's. Ich möchte das genauso haben. Was man erkannt hat, du hast es in der Hand. Ja, du bist deines eigenen Glückes Schmied. Du bist jemand, der die eigenen Dinge anpackt, sich nicht aufs Außen stützt, sich nicht von anderen abhängig macht. Und das sagt derjenige: Wow. Die oder derjenige hat den richtigen Weg eingeschlagen. Da kommt mir rein: Zahl deine Sachen, dann musst du nicht Dankeschön sagen. Eine kleine Floskel, die so viel Wahres beinhaltet. Dann muss man sich nicht von anderen abhängig machen, wenn man doch, ne, die Dinge auch entsprechend entlohnt. Es muss nicht immer mit Münzen sein. Die Wertschätzung einem entgegenbringt, nehmen und geben im Einklang ist. Und diese Waagschalen, die hat der Mensch bislang nicht so richtig gebacken bekommen. Wie gesagt, vielleicht fehlt demjenigen noch ein Gewicht. Du hast es in der Hand, dich jeden Tag, jeden Moment immer wieder neu zu entscheiden. Ich bin übrigens super im Handlesen. Und ich finde die neue Linie links unter deinem kleinen Finger steht für eine sehr gute Entscheidung. Naja, ja, die Falten, ne? Ja, du hast es in der Hand. Du triffst gerne deine Entscheidungen, beziehungsweise du weißt auch, wo du hin möchtest, wo lang du möchtest, an was du festhältst, bei wem du bleiben möchtest und was du auch loslässt. Denn dieser Mensch hat hier irgendwie eine Schwierigkeit, Altes loszulassen. Ja, das haben auch viele Menschen, die eben mit ihrer Persönlichkeit ein bisschen im Zwiespalt sind, nicht ganz so im Frieden. Die halten immer an allem Alten noch fest, sei es Ex-Partner, sei es frühere Kollegen, sei es Nachbarn. Die haben einen riesen Bekanntenkreis, ja, aber sehr selten oder fast gar keine tiefgründige Verbindungen. Was man noch sieht: Mut zur Lücke. Man muss nicht immer alles wissen. Das Leben ist manchmal geheimnisvoll. Warte, hier hast du noch ein bisschen Glitzer. Das macht es noch magischer. Ja, das Schatteneinhorn sehe ich hier im Vollmond. Das heißt, dass du auch zu etwaigen Makeln an dir oder in deinem Leben stehst. Du nimmst jede Herausforderung an. Du nimmst es so, wie es kommt. Mal mehr, mal weniger, mal leichter, mal auch ein bisschen verbissener. Und genau das fasziniert hier jemanden. Diese Leichtigkeit, diesen Mut auch zu Kritik oder eben zu den Schattenseiten zu stehen, diese genauso anzunehmen wie das Licht, im Regen tanzen, wie auch in der Sonne. Das fasziniert hier jemanden. Der ist absolut, oder diejenige, auf den ihr oder die ihr schaut, ist hier absolut fasziniert von deinem Lebensumstand oder auch, ja, dein Lebensstil. Mach mal blau, es ist Zeit für eine Pause. Lass die Arbeit Arbeit sein und widme dich den Freuden deiner Seele. Egal ob tanzen, schwimmen, malen, lachen, blau macht glücklich und steht dir echt gut. Ja, vielleicht ist hier eure Lieblingsfarbe blau oder die des Menschen, vielleicht auch von euch beiden. Hier geht es allerdings hauptsächlich darum, dass du arbeiten tust, ja. Allerdings auch dir hin und wieder mal eine Blaupause gönnst, das heißt, ja, auch Zeit für dich alleine. Du brauchst nicht immer
tausende Menschen um dich herum nicht immer online sein. Du bist nicht immer greifbar für den Menschen. Und das fasziniert und verunsichert zeitgleich auch genau diesen Menschen. Ja, nicht immer greifbar sein, nicht 24/7 erreichbar sein, online sein, nicht immer verfügbar, nicht immer checkbar, wer wie wo was ist. Ja? Nicht immer trackbar, nicht immer zu tracken, wo man sich befindet oder mit wem. Das macht auch jemand hier etwas wuschig. Was können wir noch dazu sagen? Ich würde sagen, wir nehmen noch eine Mondenergie dazu. Aktueller Vollmond haben wir jetzt ja auch wieder gehabt. Oho. Oder läuft eben noch. Für mich ist immer der Vollmond so lang mit abnehmender Tendenz bis zum nächsten Neumond. Ich sehe es nicht immer auf Tag oder Uhrzeit genau, sondern die Schwingungen sind ja fließend. Das Ende einer schweren Phase, der Vollmond im Steinbock. Ja, Steinbock Erdenergie ist der Macher. Das Ende der schweren Zeit darf jetzt eben, ja, voranschreiten, das heißt, man darf jetzt wirklich in die Leichtigkeit, in die Wiedergeburt, Neugeburt oder auch ein neues Kapitel, neue Tendenzen, neue Schritte und auch neue Etappenziele. Das Glück ist auf deiner Seite, Neumond im Schützen, jawohl, da hat man etwas anvisiert, wir haben nochmals den Steinbock, Neumond im Steinbock, harte Arbeit zahlt sich aus. Oder harte Zahlen arbeiten, könnte es auch sein, geben statt nehmen. Neumond in der Jungfrau, geben und empfangen hatten wir vorher, das Gleichgewicht darf jetzt jemand hier angehen, geh durch deine Ängste, Neumond im Skorpion. Wir haben jetzt Vollmond im Skorpion, also auch wieder passend, jemand hat Ängste, darf hier durchgehen, hart arbeiten, ein Ende von den Ängsten und sonstigen Schwierigkeiten hier hinter sich lassen. Und wir haben noch, macht den ersten Schritt, kardinaler Mond. Ja, sei mutig, geh voran, heißt es hier bei diesem Menschen, auf den du schaust. Na, dann sind wir mal gespannt, in welche Richtung darf es gehen und wie weit ist derjenige denn schon entwickelt. Ja, meine Lieben, in diesem Sinne würde ich es für hier und heute belassen. Und ich freue mich aufs nächste Mal, bedanke mich bei euch in jeglicher Form von eurer Wertschätzung für mich, für meinen Kanal. Und ich freue mich, wie gesagt, aufs nächste Mal. Alles Liebe, alles Gute. Tschüss, deine Orakelnixe.